Rose Fröhlich, echter Patientenfall. Kinder, dürfen die Diäten machen? Ist das erlaubt? Ist das verboten? Was ist da sinnvoll? Ich bin Diätassistentin Sandra Rose Fröhlich mit Kassenzulassung und eigener Online-Praxis. Ihr Lieben, plus weg, ihr wisst ja, abonnieren, je nachdem, auf welchem Kanal ihr mich seht. Aber zurück zum Patientenfall. Was denkt ihr darüber? Kann man mit Kindern, darf man Diäten machen oder nicht? Darf ich Kindern Verbote ausstellen? Ist das, da geht es natürlich ums Essen, was die Verbote angeht, ist das sinnvoll oder nicht? Also Süßigkeiten verbieten oder nicht? Was sagt ihr dazu? Schreibt mir mal in die Kommentare. Aber zum Patientenfall zurück. Ich hatte eine Mutter, die mit ihrem Kind in der Beratung war, und da war die Fragestellung auch, sind Süßigkeiten verboten, darf das Kind Diäten machen, es sollte abnehmen seitens des Kinderarztes, und da war die Fragestellung, was macht man da? Also, Verbote bei Kindern nach medizinischen Leitlinien sind überhaupt nicht erlaubt. Es gibt ja in der Medizin sogenannte Leitlinien, an denen wir Fachleute und mit unseren zum Beispiel Kassenzulassungen uns auch halten müssen, genau wie die Ärzte an Leitlinien und zum Beispiel auch Therapieempfehlungen. Und bei den Kindern ist das so, dass eben bis zum 18. Lebensjahr, dann dürfen sie ja selber entscheiden, was sie machen dürfen in Deutschland, aber wenn sie drunter sind, sind die Sorgeberechtigten die Bezugsperson, also Eltern oder Betreuer, wer auch immer da zuständig ist. Und an der Stelle darf man aber Kinder keine Verbote machen. Kinder dürfen auch keine Diäten machen, weil die Diäten sozusagen nach Leitlinien nicht erlaubt sind. Warum? Kinder sind im Wachstum. Und man versucht bei den Kindern über Muskelaufbau mit zum Beispiel Eiweißquellen, da könnt ihr euch einfach die Shakes zum Beispiel raussuchen, da kann man auch Pulvershakes nutzen, wenn man das möchte. Natürlich kann man richtige Lebensmittel auch nutzen, Eiweißquellen wie Fisch, Fleisch, Geflügel, Ei nutzen, wenn die Kinder es mögen, um einfach den Eiweißanteil anzuheben, um das Sportgeschehen und die Alltagsbewegung mit reinzunehmen, dann kriege ich es hin, mehr Muskelaufbau zu machen. Und man macht bei Kindern und darf auch keine Diäten machen. Die Verbote sind raus, weil wir nicht mehr flexibel reagieren können. Es ist also am Ende schlauer, wenn ich ein Eis esse, muss ich mich hinterher, ne, für so ein großes Eis, hier ist ja eher so eine XL-Variante, muss ich ungefähr 2, 3 Stunden mich bewegen. Das heißt, die Kinder haben ja im Ursprung eigentlich etwas Bewegungsdrang da, und deswegen versucht man bei denen ins Längenwachstum zu gehen und den Sport mit einzubauen und dann eher die Kinder essen zu lassen oder die Jugendlichen und natürlich auch an der Stelle das Richtige essen zu lassen. Also nicht nur Süßkram, damit erreiche ich nicht so viel, weil ja der Blutzucker hochgeht, Insulin geht hoch und dann auch das Körperfett, sondern Ziel ist immer die Eiweißquelle. Und im warmen Essen kann ich ja Fisch, Fleisch, Geflügel, Ei nutzen. Wenn ich Brot habe, kann ich Käse drauf machen. Man kann auch mal Salami-Sticks für zwischendurch nehmen. Da muss man einfach so ein bisschen gucken. Frischkäse. Viele Kinder essen auch Haferflocken und zum Beispiel Quark oder Joghurt mit Obst zum Beispiel. Also da gibt es vielfältige Methoden. Müsli habe ich auch ganz viele Kinder. Dann wird das manchmal verboten. Letztens hatte ich auch eine Empfehlung, da hat ein Vater gesagt, Kind soll kein Toast essen. Also er soll lieber Toast essen als Müsli. Also an den Stellen muss man so ein bisschen gucken, dass die Kinder wirklich häufig sehr, sehr gut unterwegs sind. Aber manchmal werden sie nicht gelassen, weil irgendjemand, der das Gehirn anderer Menschen einfach einen anderen Gedankenansatz hat. Also an der Stelle keine Verbote, keine Diäten, Längenwachstum, Eiweißlast hoch, und dann klappt das in der Regel auch. Das heißt, bei Kindern, Antwort, dürfen wir keine Diäten machen, die sind nach Leitlinien wirklich verboten. Ihr Lieben, ich wünsche euch jetzt was. Schreibt mir nochmal in die Kommentare, was ihr so überhaupt über Diäten und Kinder und Ähnliches oder Jugendliche, was ihr darüber denkt. Ganz lieben Dank für euren ganzen Support. Ich freue mich auf euch und habt einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.